Tatsächlich. Das ist bemerkenswert. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Tja, du bist nicht der Erste, der mich unterschätzt. Du hast mir ein neues, weitaus schwierigeres Rätsel aufgegeben, junger Mann. Ist am Ende so etwas wie eine Balance durch Stillstand doch denkbar? Ich werde wohl mein Werk auf dieser Insel überdenken müssen. Das heißt, du wirst keine mysteriösen Reden mehr schwingen? Ich werde vor allem erst einmal keine Kerzen mehr anzünden. Wer bin ich auch, dass ich besser wüsste als der Wind, wann ein Licht lange genug gebrannt hat? Ein Nichts. Entschuldigung, das ist mir so rausgerutscht. Okay, dann haben wir das auch geschafft, endlich. Und entweder sind das jetzt zwei Parts geworden, oder ich habe das jetzt doch noch dazu geschnitten. Wenn das jetzt wirklich nur 20 Minuten waren, die ich da insgesamt vielleicht vorhin, dann werde ich das zusammenschneiden und sonst in zwei Parts aufteilen. Naja, das werden wir dann im Endeffekt sehen. Dann nehme ich jetzt noch eine halbe Stunde auf, denke ich mir mal. Und dann soll es erstmal gut sein. Dann kommen wir vielleicht auch jetzt noch von der Insel runter. Ja, eigentlich schon. Also wir gucken uns mal die Töpfe an. Molachai scheint in seiner Küche nur das Allernötigste zu haben. Immer noch besser als bei Opa, der nur das Allerunnötigste hat. Da können wir dann, glaube ich, nichts von nehmen. Kann ich mir einen von deinen Töpfen mitnehmen? Das geht leider nicht. Ich besitze nicht viel. Ich habe nichts, was ich entbehren könnte. Okay, außer die Kerze. Kann ich mir diese Kerze ausleihen? Ja, nimm sie ruhig. Jeder braucht ein Licht, das ihn im Dunkeln leitet. Und es ist gerade ziemlich dunkel. So, dann gehen wir mal wieder raus. Also auf der Insel sind wirklich nur drei Personen, mit denen wir sprechen können. Jetzt pusten wir als allererstes mal die Kerzen aus. Also als nächstes gehe ich erstmal nach da hinten. Denn hier sind schon drei der Yakis zusammengekommen. Die können wir uns nochmal angucken. Aber machen können wir hier gerade noch nichts. Molachai sagte etwas von fünf Yakis. Wo sind nur die anderen beiden? Ganz schön dunkel dort, mal abgesehen von den leuchtenden Augen gefräßiger Raubtiere. Oh, ja dann. Gut, dann gehen wir wieder zurück zur Molachais Hütte. Und pusten auch hier die Kerzen aus. Pusten die Kerzen aus. Pusten hier die Kerzen aus. Und dann müsste eigentlich schon der erste Yaki auftauchen. Okay, dann erst, wenn wir die Kerzen ausgepustet haben. Genau. Und wenn wir nämlich jetzt hier hingehen, dann verschwindet das Yaki und taucht im Fass wieder auf. Gehen wir zum Fass. Na, ihr habt's erraten. Das Yaki verschwindet wieder. Ich habe ewig gebraucht, um zu checken, was ich machen muss. Und zwar Spot verwandeln in den dicken Spot und den aufs Fass zu setzen. Der arme Spot, wir missbrauchen ihn ständig. So, jetzt können wir nämlich zu dem Yaki gehen. Und jetzt wird's nicht zum Fass gehen, sondern zum Wegweiser. Und den schlagen wir jetzt ab. Denn dann kann der Yaki nicht mehr auf den Wegweiser und geht zu seinen anderen Kumpanen da im Wald. Ich verstehe nicht, warum Spot hier so einen komischen Weg geht. So, Wegweiser. Finde ich ja trotzdem ein bisschen komisch, dass Spot Sedgwick. Habe ich schon mal Spot zu Sedgwick gesagt? Ich weiß es gar nicht, egal. Dass Sedgwick alle sowas abschlägt, einfach ohne zu fragen, ist ja schon komisch, ist ja nicht seine Insel. So, jetzt geht das Yaki nämlich weg. Jetzt glaube ich auch diesen komischen Wegfahrt. Ja, dann liegt das am Wishanier. Aber ich glaube, der Weg geht auch so lang. Naja, egal. Okay, dann gehen wir nämlich noch hoch. Und blasen auch hier die Kerzen aus. So, dann gehen wir erstmal nach unten, würde ich sagen. Ich weiß nämlich nicht, ob wir das machen können, wenn die Kerzen noch an sind. Also machen wir das erstmal aus. Nicht gleich, ja, in dieser Folge kommen wir nämlich sogar dann noch zum dritten Kapitel.
Oder je nachdem, wie ich das schneide. Ja, doch, müsste aber noch diese Folge sein. Und dann pusten wir die aus. Die können wir, glaube ich, nicht. Nee, die können wir nicht auspusten. Das Blöde ist natürlich, dass das ich lasse sie lieber hier. Sie erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Du sollst sie auspusten. Danke, Sam. Der hat aber eine große Kraft in seiner Lunge. Dass der gleich 10, 20 Kerzen auf einmal auspusten kann. Okay. Und dann gehen wir noch da ganz runter und pusten die letzten Kerzen aus. Und ich weiß gar nicht, ob wir da was mitgenommen haben, was wir gleich brauchen werden. Und zwar diesen einen Zettel daraus. Haben wir den? Oh, nee, haben wir nicht. Dann müssen wir da gleich rein in den einen Raum, wo das... also dieses Schreihaus da, das Horn. Jetzt haben wir nämlich alle Kerzen ausgemacht und Yakis mögen ja keine Kerzen. Und deswegen... also das ist Voraussetzung, glaube ich, dass wir überhaupt die Kerzen, dass wir die Yakis hier runterjagen können gleich, dass die Kerzen aus sind. Bin mir nicht ganz sicher, aber haben wir jetzt. So, jetzt gehen wir mal eben da rein und jetzt Schriftrolle ansehen. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Genau, kannst du das mitnehmen? Genau, so jetzt können wir uns das nämlich. Jetzt können wir uns das angucken. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur. Ja, Sedwick. Denn das brauchen wir nämlich gleich, wenn wir die Yakis nach unten getrieben haben. Jetzt haben wir nämlich das letzte Yaki nochmal. Was heißt nochmal? Wobei in meinem Fall nochmal. Im Let's Play jetzt haben wir das letzte Yaki. Sedwick geht nach da oben und wir stellen die Leiter ans Fenster. Ans Fenster. Dankeschön. Und wir gehen in das Häuschen rein. Jetzt gehen wir nach oben. Und denn da war ja ein Nagel und ein komisches Quietschen. Das kommt aber nicht vom Bett, das ist ein Yaki. Wir stellen die Kerze auf den Nagel. Ja, das wäre ein hervorragender Platz für die Kerze. Genau. Und nun fahren wir in den Spot, was ich sowieso wieder machen wollte, in den Feuerspot. Und zünden die Kerze an. Und da kommt das fünfte Yaki. Und da geht das fünfte Yaki. So, und nun können wir wieder in den Wald gehen. Ob wir jetzt durch die Tür gehen oder hier, ist eigentlich relativ egal. Aber wir wollen ihn lieber nicht aufwecken. Keine Ahnung, ob er dann irgendwas sagen würde. Würdest du mal bitte danke sehr. Das Haus ist sehr dunkel. Und auch hier sieht es nicht sehr hell aus, außer diese eine Lampe, die macht das, die ist ausgegangen. Okay, egal. Jetzt gehen wir nach da hinten und jetzt sind hier alle fünf Yakis versammelt. Und jetzt verwandeln wir Spot in den Fünfer-Spot und benutzen ihn mit den Yakis. Guck mal, Spot, ich habe neue Spielkameraden für dich gefunden. Hallo, die Yaki scheint wie hypnotisiert von den fünf Minispots. Na dann kann es ja losgehen. Gut, und so gehen wir den Weg zum Flussufer. Oder Steg, wie auch immer. Nehmen wir die Abkürzungspfeile, also Doppelklick. Weil dadurch passieren, glaube ich, auch nur Frame-Einbrüche. Aber nur für die ersten paar Sekunden im nächsten Screen. So. Ich kann, also ich entschuldige mich natürlich immer wieder für meinen Sound. Ich muss mal rumprobieren, was ich da noch alles verändern kann. Ich habe da echt keine Ahnung von. So, dann nehmen wir den letzten Screen der Insel, beziehungsweise den ersten Screen. Und da sitzen alle fünf Yakis auf der Statue. So, jetzt
gucken wir uns den Zettel nochmal an. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Ja. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Das stimmt. Ach so, okay, gut. Dann gucken wir das mal. Das hier scheint eine Art also Melodie oben, zu sein. Etwas weiter unten. Ganz unten, Mitte, etwas weiter unten. Na gucken. Taktstock, Yakis, Statue. Na gut, aber mit welchem Yaki soll ich anfangen? Mit dem da. Dann mit dem weitermachen. Dann den hier. Und dann den. Und den Jack. Schließlich hatte er Kalida gefunden. Was ist passiert? Bin ich tot? Nein, Cedric. Du schläfst nur. Ich weiß, du bist nicht wirklich. Das alles hier ist nichts weiter als ein böser Traum. Ich bin realer, als du denkst. Schon sehr bald werden wir zusammentreffen. Und dann wirst du deine Bestimmung erfüllen? Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Du glaubst noch immer, dass du es aufhalten kannst. Aber alles, was du erreichst, ist Zerstörung. Jede deiner Taten bringt dich dem Ende näher. Nein, du lügst. Das ist alles deine Schuld. Es ist bald soweit. Das Ende steht kurz bevor. Erwache! Autsch. Wo bin ich? Ist das immer noch mein Albtraum? Das ist doch Corona. Sinusbot, Kalida hat uns fast bis zum Schloss gebracht. Aber wie sollen wir da bloß hinkommen? Es scheint keinen Weg hinaufzuführen. Gute Frage. Und damit willkommen in Kapitel 3. Und ab jetzt spiele ich komplett blind. Ich habe letztens ohne Aufnahmen bis hierhin gespielt und was ich gerade mal bemerkt habe, was ich ziemlich lustig finde, sind diese Steinformationen hier, die sich verschieben, wenn man in den Screen lang geht. Das sieht für mich so ein bisschen aus wie so ein Totenschädel. Na gut, gucken wir uns den Stein mal an. Hier gibt es nur Steine, Trümmer und Trostlosigkeit. Achso, und was ich nämlich noch sagen wollte, ich habe mir schon beim ersten Spielen des zweiten Kapitels gedacht, dass Kalida die Insel sein muss, weil wenn man selbst ein Teil von Kalida ist, dann ist Kalida entweder alles oder wir stehen gerade nur auf Kalida drauf. So, gucken wir uns das Tor mal genauer an. Und wieder stehe ich vor verschlossenen Türen. Und statt einem Schloss gibt es nur dieses Bild von einem Totenschädel. Das hat bestimmt nichts Gutes zu bedeuten. Vielleicht lassen sie einen nur hinein, wenn man jemanden umgebracht hat oder selbst tot ist. Du hast aber Fantasien jetzt noch was. Stein? Stein, Laura, warum nur zwei Punkte? Egal. Reden wir mal mit dem Stein. Nein, danke. Mir liegen schon mehrere Steine im Magen. Okay, dann benutzen wir ihn. Geht das? Ah, gut. Ach, Podest, das war's also. Es
ist das? Noch ein geheimer Mechanismus? Himmel, wie ich diese Dinge hasse. Spot, geh mal weg. Ich frage mich, ob wir da eine Spotform draufsetzen können.